Alter. Den Europarekord hätte der Sergej Bubka, 6,15 Meter. Gut, das habe ich jetzt mal erwähnt, okay? Den hat er in Donetsk erzielt, in der Heimat. Geht natürlich noch auf die Bahn. Die 1500 Meter, das Finale steht noch an bei den Männern. In diesem Feld der neun Athleten, 3 unter 3,39, 2 unter 3,38, und von denen ist sogar einer unter 3,37 geblieben in der Saison, aber der Reihe nach. Das ist Marcin Lewandowski, der ein bisschen fremd geht läuferisch, der 800 Meter Europameister. Zeitplan hätte sogar ein Doppelstart ermöglicht. Und das ist seit kurzem ein Mann, der in der Türkei lebt und für die Türkei startet. Tanui Özbilen. Und das ist der unter 3,37 geblieben ist, der Franzose Mahedine Mekissi. Eigentlich ein 3000 Meter Hindernisläufer. Zweifacher Europameister, zweimal Silber auf dieser Distanz. 3 Jahre lang in der Halle gar nicht gelaufen. Aber zwischen den beiden wird es möglicherweise auf dieser Strecke, den 7,5 Runden von Göteborg, zur Entscheidung kommen. Und klar setzt sich, wie auch schon im Vorlauf, er gleich vorne weg. Schnellste Zeit im Vorlauf, 3,39,58. Tanui Özbilen, seine ursprüngliche Heimat, Kenia. Und zusammen mit dem Spanier Bustos, der natürlich hier auch läuft im Finale, die Herren Nowitzki, Gomez und Berzjuk mit ins Finale gezogen. Eben den direkt Qualifizierten kamen alle Zeitschnellsten aus diesem ersten Vorlauf ins Finale. Hieß auch das Aus für Florian Ort. Knapp vorbei am Finale. Dritter im zweiten Vorlauf. Und auch übrigens Andreas Wolter aus Österreich als Vierter in dem insgesamt dritten von 3 Vorläufen. So, und die beiden Favoriten auf dieser Strecke setzen sich gleich mal an die Spitze. Der Türke, ursprünglich aus Kenia, und der Franzose, schon ein ganz großer Name, ein wichtiger Baustein in der französischen Leichtathletik, neben unter anderem Christophe Lemaitre und natürlich einen, den wir heute vielleicht noch einmal erleben im Stabhochsprung, oder auch ganz bestimmt, Renaud Lavillenie. Fällt es beisammen. Schöner Zug da aufgezogen. Und das Tempo bestimmt, wie auch schon im Vorlauf, der Mann, der ursprünglich aus Kenia kommt. Tanui Özbilen. 22 Jahre. 3,37,49. Das ist seine Zeit im Jahre 2013. Im Vergleich dazu der Franzose 3,36,95, und das war übrigens ein Lauf auf der schnellen Bahn in Karlsruhe. Zwei Spanier im Feld, David Bustos, den hatten wir schon erwähnt. Und Arturo Casado, das ist der in diesem Bild jetzt links gut zu erkennen, weil tatsächlich noch größer als der ohnehin schon lange Franzose. Der ist 1,90 groß, hat also einen ähnlich guten Überblick über das, was vor ihm passiert, wie auch der Spanier. Was macht Marcin Lewandowski? Klebt sich da erstmal an den Spanier, nebendran. Und vorne will weiterhin, und das betont er mit einem dicken Ausrufezeichen, das Tempo machen und das Tempo bestimmen. Der Mann jetzt aus der Türkei, Tanui Özbilen, geht auf die letzte Runde, geht auf die entscheidende Runde. Klasse dran auch der Franzose. Mahedine Mekissi, jetzt geht vorne die Post ab. Und da gibt es auch noch einen zweiten Franzosen mit Simon Denisel.
den hatten wir gar nicht auf Rechnung. Lewandowski geschlagen, auf jeden Fall. Und vorne packt es der Türke oder kommen die Franzosen. Der Blick zurück wird knapp. Was wird das hier? Der Franzose gewinnt! Der Franzose Mahidine Mekissi Benabat, das ist sein komplett korrekter Name. Und auf das Benabat verzichtet er gerne. Wird Europameister in der Halle über die 1500 Meter. Im Schatten, lange im Schatten von Iam Tanui Özpilin. Und Dritter im Bunde, auch ein Franzose, Simon Dessinel. Das ist ja unglaublich, denn dieser so gute, so starke, so erfolgreiche 3000 Meter Hindernisläufer hatte Probleme im letzten Jahr, sich zu motivieren, dachte sogar ans Aufhören. Und da fuhr der Coach der französischen Nationalmannschaft auf der Mittelstrecke zu ihm ins Trainingslager nach Portugal, hat nachgefragt, was ist denn los mit dir? Alles geklärt und so zurückgekehrt auf die Bahn von Göteborg in 3:37:17 vor Tanui Özpilin, die nützt die persönliche Bestleistung von 3:37:22 nichts. Bronze für Simon Dessinel, ebenfalls aus Frankreich. Also auch die Franzosen präsentieren sich hier in der Halle. Und es lässt möglicherweise leichte, kleine Rückschlüsse zu, was uns da im Ergebnis über die 1500, weil wir gerade dabei waren. Europameister kommt aus Frankreich, da sehen wir ihn beim Schlusssport. Mahidine Mekissi auf den letzten Metern. Ilham Tanui Özpilin abgefangen und große Freude natürlich im französischen Lager, denn auch Simon Dessinel mischt da vorne mit und holt Bronze.